bin 3 Stunden beim Kucheltisch gesessen und hab nur Einkaufszettel geschrieben. Ich meine, nix da ist. Alter, das musst du mal. Ich meine, nix da ist. Nee, das ist das Nächste, jetzt muss ich selber. Was? Alter, jetzt muss ich selber wieder. Ich war ja schon Jahrzehnte nimm, das hat sie gemacht, versteht? Ja, ich war schon mal einkaufen. Bei meinem letzten Einkauf habe ich mir gekauft 10 Stuhlwerke um einen Schilling. Und dann Doppellutscher dazu, ne? Eine Twinne. Ja, ich habe keine Ahnung, wo geht man hin. Wenn du so lange nicht einkaufen warst, ich habe keine Ahnung, wo geht man hin. Ich meine, freilich siehst du im Fernsehen da diese Werbungen, so wie Esbudget. Ich bin das depressive Börsner, weil ich immer leer bin. Es wie Saudepper. Oh yeah. Dann geht man da einkaufen und dann sieht man die Werbung so eine Scheiße, ne? Und immer doch die Fahrt zu diesen Pillen, weil dort hilft man nämlich da. Ja, ja, was? Nein, ich fahre mein Auto zum Pillenparkplatz und gehe über den Pillenparkplatz mit meinem Einkaufskörbchen Richtung Eingang. Ich bin mir so deppert vorgekommen. Bitte geh du mit meinem Einkaufskörbchen über den Pillenparkplatz. Männer gehen nicht einkaufen! Das ist schwul! Aber sagen wir es ehrlich, lieber Schwule sind verhungern, ne? Ja klar. Und von Eingang geh nur rechts um, weil ich aber nur so ein Ding brauchte, so ein Einkaufswagen. Ja? Bei mir war es kein Wagen an und für sich, ich habe gleich 20 Wagen damit gerissen und fahr mit dem Sonderzug beim Pillen rein. Na, war genug Pierce. So, ich stehe vor dem Gemüse. Das erste Wagel war schon vorne bei der Milch. Was brauche ich? Bier. Wies und Sick. Ich reiß meinen Sonderzug links um mich und denke mir, das geht sich aus, das geht sich aus, das geht sich nicht aus. Und bin so gestanden. Der Sonderzug. Nix mehr führe, nix mehr zurück. Und dann geh ich leicht. Dann hab ich Suppe reingehört. Zwischen Kaffee und Hundsfutter. Und wie ich so da stehe und überleg, was ich tue, dann war ich schon da. Der Hausverstand. Der Volltrottel mit dem Ruhigraumpulli. Und fragt mich, warum ich 20 Wagen einer zahle. Alter, da hat's mich zerrissen. Ich hab dann gesagt, hey, hast Verstand? Nicht deppert fragen. Was kriege ich dafür, wenn die Wagen noch nicht zusammengehängt sind? Sag mal, hey, hast Verstand? Jetzt sag ich dir nur was. Du, packst mich nicht an, Spinner. Nur weil du Gerti nicht findest. Nicht so wahr erst. Aber ich muss sagen, er hasst nicht ohne Grund. Hast Verstand. Du, der nimmt einen Müll. Ja. Steckt's in so ein Schlitz und schwupps dich. Löst sich ein Wagen von meiner Squetschlimmuse. Also da muss ich sagen, mit einem Wagen du hast dich viel leichter um die Kurven um mich. So, ein Wagen habe ich. Was brauche ich noch? Genau, Einkaufsliste. Geh auf, geh schlechte, ja. Die liegt daheim am Kucheltisch. Ja, ich weiß, ist nicht clever. Ich habe dann versucht, aus dem Kopf fassen, also quasi, wie soll ich sagen, aus dem Gedächtnis heraus mich daran zu erinnern, was auf der Liste ja, brauche ich auch, ja. Darf ich nicht vergessen. Ja, brauche ich auch. Ja, Alter, ich brauche einen zweiten Wagel. Nein, hast Verstand, geh jetzt nicht mehr um mich. Weil der mittlerweile mit 3 Angestellten probiert, dass er einen Sonderzug kriegt. Ich bin jetzt einfach hergegangen, hab vor so einen herrenlosen Wagen in Einkauf in anders um mich gehabt und hab das Wagen einfach genommen.
Habe ich es vorhin schon gehört, hat mir so eine Blunzen nachgeschrieben. Sieh, ist in meinem Angel! Lass es mein Angel! Sieh, hallo! Der hat mein Angel geschrien! Sind Sie ruhig? Was schreien Sie da umeinander? Rauchen Sie Wagen, da sind Sie vier, da stehen so viel! Ich weiß, da hat so ein Volltrottel 20 reingeschoben. Da gehen uns jetzt vier in Huhn hinaus. Fragen? Gut. Bitteschön. Ja, was soll ich machen? Ich werde zwei Tage gebraucht. Weil ich mich an so viel erinnern hab können. So, was ist Listeplatz? Also, Listeplatz 1, ganz oben, was steht ganz oben? Gebier. Gebier? Das schreibe ich nicht mehr auf. Hallo? Bier Standard. Das vergiss ich nicht. Nein, mach was anderes. Drehen wir es um. Was ist das Allerärgste, das Allerschlimmste, was einen allein lebenden Single passieren kann? Kein Klopapier. Ist schon passiert? Ja. Wenn das Klopapier gar ist. Ja, überleg einmal. Wenn schreist du? In der Familie tust du leicht, gell? Da reißt die Händel dir auf, platzt aus. Klopapier ist da! Hallo! Bringst mir scheiß Händel Papier! Aber wenn du da bist, dann schreien kannst du eh, ne? Und mir ist das auch. Also, ich war ein Freund, dem ist das passiert. Ach so. Ja, mir nicht. Fragt er, ach so? Wenn ich jetzt sage, der Harald, kennst du den Harald, mein Freund? Nein, den ist das passiert. Der Harald ist so einer, wie soll ich sagen, der, nach dem Mittagessen macht er wie so. Und so einen Verdauungsspaziergang, gell? So wie es jetzt heiß wird, ne? Zeit hat er schon, weil er schon in der Pension ist, ne? War er Eisenbahner, ne? Du, die Gänge mit 47,5. Da war ich schon 3 Jahre in der Pension. Auf alle Fälle, der Harald ist so eine, macht so seinen Verdauungsspaziergang, geht so seine Runde und war dann schon wieder Richtung Heimat. Und das kennt ja jeder. Es ist schon jedem passiert. Weißt du, du gehst so dahin und auf einmal, wo du dann denkst, Alter, ist aber kein Scheiß. Das kennt ja jeder, was der, was du, Alter, puh, was du nur schon überlegst, soll ich nur einen Schritt machen oder nicht? Der Harald ist schon so dahergekommen, so, puh. Der Harald kommt schon halb locker zur Wohnungstür, der hat er während dem Gehen schon alles runtergerissen. Reißt die Wohnungstür auf, eine aufs Häusl, auf am Thron. Das kennt auch jeder. Was an der Druck so nachlässt. Das kennt ja jeder, dass der Pillen sich hertreibt. Weißt? Und es ist ja so. Das kennt ja jeder. Je näher du zum Häusl kommst, umso mehr Druck entwickelst du. Und dann da rennst du das Grat halt noch. Gell? Ah, ah. Also ich rede davon, ein Schnalz am Muschel ist voll. So massiv. Kennt ja jeder. So. Jetzt sind wir wieder so weit. Wenn schreist du? Der Harald ist dann nockert. Ja, logisch, halt. Tosen unten. Wie ein Pinguin durch die Wohnung marschelt, was zu. Und hat irgendwas gesucht, dass der Klopapierrolle, also eine Küchenrolle, voller Freude findet der Papiertaschenkircher, dreht sich um. Ah! Ah! Huh! Steht der Apfelkehrer von ihm. Der Apfelkehrer schaut. Kennsteppert. Grüß Gott. Einmal.
Kurz ein Gesicht, oder? Ich würde gerne den Kamin putzen. Der Haar sagt danke, ja. Ja, aber jetzt kommt's. Jetzt pass auf, jetzt kommt's. Wie der Harald dann das nächste Mal zum Wirt gegangen ist auf ein Bier, hat ihm der Wirt Bier gebracht. Aber so, Harald, der Bier. Harald, hast du den Kamin schon putzt? Weil der Abverkehr hat nicht dicht gehalten, gell? Umeinander zählt, dass der mit Nocker im Wohnzimmer umeinander steht. Also wenn der Harald jetzt auf ein Bier gehen will, muss der Nachbarort fahren. Weil bei ihm daheim ist ja die größte Lachnummer. Ist das nicht arg? Und das nur, weil das Klopapier ausgegangen ist. Also Liste Platz 1. Richtig. So, was brauche ich nun? Und ich bin dann. Und ich fahre dann, kennt sich aus mit Pille. Ja, Damen, hört sich. Ich fahre dann mit meinen mittlerweile 2 Pfund vor dem Wagen vor den hinteren. Und da ist ja so der Feinkost. Ne? Da habe ich dann eh warten müssen. Weil da sind sie oben angestanden, die Originalhausfrauen. Alter, wenn die mir reden. Das kann dauern. So, dann fragt mich die Frau hinter der Pudel, was ich will. Sag ich, Fleisch! So, Zanger, welches Schulter, Schopf, Karree, Bauch? Ja, Wurst. Haben wir auch welche? Also, Sie kennen sie nicht aus, oder? Kann mich bitte bei anderen bedienen, weil Sie kennen sie nicht aus! Sagt die zu mir. Beruhigen wir sie wieder, ha? Brrr, Brauner. Brrr, Brauner. Wissen Sie was? Sie fahren jetzt heim zu Ihrer Frau. Die soll Ihnen auf ein Zettel aufschreiben, was und wie viel Sie brauchen. Das riecht man dann her. Ja, bitte schön. Ja, ich bin dann gegangen, was willst du mit der Blunzen diskutieren? Wenn sie nicht auskennt. Die kennen sie nicht aus. Vorgestern sage ich zu der, bitte krieg ich 3 Steckel von der groben Fetten. Sagt die zu mir, das in der Berufsschule. Ich wohne in einer Wohnung und kriege trotzdem ein Haussalami. Und ist hier Pariser Reisfest? Wenn es vielleicht dann nochmal, aber recht lang dann eh nicht mehr. Nein, ist das schon. So, dann fahre ich mit meinen mittlerweile 3 Pumpen voll im Wagen Richtung Ausgang. Wie wir die bei der Kasse gesehen haben, gell, haben die gleich nur mal eine Kasse aufgemacht. Ja, jetzt habe ich ganz allein für mich eine Kasse gehabt. Ja, ist euch das schon mal passiert? Du, wenn du da nicht zufällig die Kasse aufmachst, da bilden sich Schlangen. Hast du das schon mal gesehen? Da, vor der Kasse bilden sich Schlangen. Da musst du hinten stehen. So viel ist da los. Und wer hat es in so einer Schlange, in so einem Kaufhaus, wer hat es am wohl eiligsten? Wer? Pensionisten. Genau, Pensionisten. Das muss ich. Da kommen uns von hinten. Danke. Ganz lieb. Großen Applaus für dich. Danke. Aber da herum ist so heiß. Gut, ich bin isoliert auch. In Energieausweis kriege ich sofort. Die Pensionisten, da kommen uns die Kassenschlange, da kommen uns von hinten 4er. So. Mei, ich habe nur ein kleines Sackerl da von den 4er. Ich habe nur ein kleines Sackerl.
Darf ich das? Das ist aber lieb für ihn. Ich lasse dich immer vier. Ja, ich sage, gängen Sie nur, sonst kommen Sie zum Sterben auch nicht sprechen. Stimmt ja, ich hab nur zwei Sackerl, was die auch so ein Ding, ja. Aber dann stehen sie vorne. Mein Gott, nein, ich seh's nicht. Mein Gott, nein, ich seh's nicht, ich seh's nicht. Heute ist der abgefallen. Alter, verstehst du? Aber ist ja wurscht, in dem Fall hab ich allein eine Kasse gehabt. Ich steh mit meinen drei Wagen da vor der Kasse und sag zu derer, die da hinten sitzen ist, sag ich, Sim, ich hab jetzt so die drei Wagen. Was kriegen Sie? Was, das wissen Sie nicht. Sorry, was muss ich? Aha, ich nehme die Wagen nicht mehr aus. Ja, das Kaffee. Alter, das nehme ich mit heim. Die habe ich gerade eingeräumt. Ja, fang dich mit mir ins Diskutieren an, verstehst du? Hast du das gewusst? Du musst die Wagen, das musst du... Das musst du selber wieder ausräumen. Ja, die Hüfte nicht. Die ruckt ja für den braten Arsch dahinter. Ja, die gibt nicht vier und Hüfte. Ich hab selber, verstehst du? Selber musst du ziehen. In aller Gemütlichkeit. Düt, düt. Wo die Ingenieur da hinten, verstehst du? Und sie, düt, düt. Dann hat sie sich nach der Kasse vorne schon so gestaut. So, haben wir gedacht, ne? Ich bin immer gespannt, was es tut. Ich hab mir angeschaut, hat es mich. Das muss selber wieder einräumen. Die verarschen mich nur, verstehst du? Jetzt muss da selber vorne wieder einräumen, hinten wieder ausräumen. Alter, da haben wir 4 Stunden waren die drei Wagen fertig. Und ich auch. Zahle einen Monatslohn und begib mich wieder mit meinen drei Wagen über den Parkplatz zu meinem Auto. Die ersten zwei Wagen habe ich mit Mühe und Not ins Auto reingebracht. Das dritte habe ich, ja, habe ich dann hinten, ja, ich freilich angehängt, weil der, hinten beim Auto angehängt. Da ist es gut, da ist es immer wieder gut, wenn du ein paar Kabelbänder mit hast, gell? Ja, freilich, da gut, was Kabelbänder. Muss ich auch kurz erklären? Kabelbänder, die musst du jetzt daheim haben. Kaffee. Magst du die nehmen? Bitte geh du jetzt in den Baumarkt, kauf der Klebebandel, Seile und Kabelbänder. Da bist du Bewehrsisser. Der Verkäufer schaut die Deppert an, grinst da hinten nachher und schreit hinten nachher, schöne Grüße an die Gattin. Das kannst du nicht mehr kaufen, wenn ich den depperten Film schiff die Quetzer, fleckt mich noch, was ist das? Ja, da schauen sie die Deppert an, wenn du das kaufst. Ja. Aber mittlerweile kennt er mich schon, der Hausverstand. Wir sind ja schon. Ich frage mich, wir sind ja schon bei du. Ja, ich bin ja der Treueste. Ich hab das Ding gehabt, das geht nicht. Ich wollte eine Anstecknadel. Da ist der Kunde. Weil, wie ich nämlich mitgekriegt habe, dass es in meinem Supermarkt im nächsten Monat Rabatt gibt, wenn ich jetzt viel einkaufe. Seid ein ungeschlagener Rabattkönig von der ganzen Gemeinde. Du, ich krieg so viel Rabatt, das verdient der andere nicht im Monat. Ich habe jetzt vom letzten Einkauf 190 Euro Rabatt gekriegt. Ja, die habe ich gekriegt, ja. Gut, die Sachen, die ich dafür eingekauft habe, puh, da werden meine Enkelkinder nur. Aber so Dosen werden ja nicht schlecht. Ja, die habe ich, also verhungern tue ich sicher nicht. Ja, ernährungstechnisch bin ich auf der sicheren Seite. Ja, also, na, das schon. Also ein, zwei Weltuntergänge. Lieber locker. Waren nicht drei. Ne? Nein, einkaufen, das habe ich im Griff. Ne? Mir kann ja keine Frau was vormachen, aber ich kann es nicht. Ich hab das in, und ich habe noch nie eine Frau gesehen mit der goldenen. Wo